Hallo und herzlich willkommen zu diesem Trade im DAX Future mit zwei F-DAXe. Ist auch jetzt hier sofort im Verlust. Also das heißt, ich bin jetzt gerade in dieser Kerze eingestiegen und der Trade rutscht sofort in Verlust. Auch das gehört zum Trading dazu. Das ist immer wieder wichtig, mit Verlusten umgehen zu können, ja, und deswegen nehme ich auch dieses Video auf. Ich weiß nicht, wie der Trade endet, das werden wir noch sehen. Ich werde dir ein bisschen was von meiner Idee erzählen. Der Markt war die ganze Zeit hier short, also am heutigen Tag, ja. Insgesamt ist der long, aber für mich zählt in diesem Fall mit dieser Strategie der Tagestrend. Und der Tagestrend ist heute eindeutig short, jetzt immer noch. Hier hat er allerdings das letzte relative Hoch rausgenommen, ganz knapp rausgenommen. Und ich gehe einfach davon aus, dass er hier wieder reingeht und seinen Trend fortsetzt. Ja? Das Ziel sind hier neue Tiefs, also 350, ein sehr großes Ziel, also sind in diesem Fall 114 Punkte. Und der Stopp, der ist viel, viel kleiner, der ist am vorigen relativen Hoch, ja, also nicht an dem, was er jetzt schon rausgenommen hat, sondern an das davor. Und da merken wir, dass der Markt sich einfach auch richtig Zeit gelassen hat, eine Seitwärtserholung hatte und da oben drauf habe ich einfach den Stopp gepackt, ja. Wie gesagt, was der Markt jetzt macht, das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. Ich werde diesen Trade jetzt hier einfach managen und das Beste daraus machen. Und das mache ich jedes Mal. Ja? Jedes Mal gehe ich einen Trade ein, ich gehe Risiko ein und gucke, okay, was macht der Markt und manage das. Ja? Also ich kümmere mich erstmal um mein Risiko und dann kümmere ich mich um meine Gewinne. Und das ist nicht immer nur Gewinn, es ist auch nicht immer nur Verlust. Ja? Also es ist wirklich eher ausgeglichen, aber der Vorteil, den ich hier habe, ist, dass die Gewinne größer ausfallen wie die Verluste. Du siehst es auch an diesem Beispiel, wenn ich verliere, verliere ich hier insgesamt 30 Punkte mit zwei DAXe sind 1500 Euro. Wenn ich gewinne, gewinne ich fast 6000 Euro. Ja? Also ich gewinne 5350 Euro. Und mehr. 5700 Euro. Ja? Also sind insgesamt 114 Punkte, wenn er mein Ziel erreicht. Mit zwei DAXe, 50 Euro sind 5700. Und das ist wichtig, diesen Vorteil zu haben. Ja? Und wenn du diesen Vorteil hast, dann wird die Masse an Trades hinten ein positives Ergebnis rauswerfen. Und dieses positives Ergebnis ist eben dein Gewinn und mit diesem Gewinn kannst du leben. Ja? Wie gesagt, was hiermit raus wird, weiß ich nicht. Es interessiert mich aber auch nicht, weil das einfach nur ein einzelner Trade ist. Ja? Ob er jetzt im Minus endet oder im Plus, das weiß ich nicht. Das weiß keiner jetzt, ja? Weil es eben im Moment live ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich verliere, okay, dann verliere ich eben 30 Punkte. Aber wenn ich gewinne, und wenn er mein Ziel erreicht, dann gewinne ich deutlich mehr. Und das macht das ganze System profitabel. Genau diesen Ansatz. Und diesen Ansatz solltest du auch für dein Trading verwenden. Denn es gibt sehr, sehr viele Trader, die das umgekehrt machen. Die sich sagen, okay, ich nehme jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Gewinn mit. Und wenn es ins Verlust geht, ja, dann warte ich, bis er wieder in die Gewinnerzone kommt, ja, und das Problem ist, dass so eine Strategie eigentlich ziemlich lange Zeit sehr gut laufen kann, ja, dass man da einfach nur kleine Gewinne mitnimmt und hier zum Beispiel gar keinen Stopp setzt oder ähnliches, ja, aber das ist nicht die Strategie, die ich dir empfehle, denn einmal, wenn dich der Markt einmal erwischt, dann sind eben die ganzen Gewinne weg und nicht nur die ganzen Gewinne, sondern wenn du Pech hast, auch dein ganzes Konto und genau aus dem Grund bringe ich dir eben das strukturierte Trading bei. Ich zeige dir Gewinner-Trades, ich zeige dir Verlust-Trades, ich zeige dir Trades, so wie dieser hier, wo ich eben nicht weiß, ob das ein Gewinner oder ein Verlierer-Trade wird. Im Moment ist das noch ein Verlust-Trade. Ja, im Moment bin ich im Verlust. Also ich weiß es nicht. Und wie gesagt, du brauchst irgendwo brauchst du Vorteile. Ich habe jetzt hier zwei Vorteile, die für mich sprechen und die
sich auf lange Sicht in Geld auszahlen. Der erste Vorteil ist, ich bin mit dem aktuellen Tagestrend. Das ist jetzt hier wirklich eine deutliche Schwäche, die er heute gezeigt hat, und ich setze einfach drauf. Ja? Der zweite Vorteil ist, wie gesagt, dass mein Stopp eben deutlich kleiner ist wie mein Ziel. Das heißt, wenn der Markt hier mein Ziel erreicht, dann habe ich sehr viel mehr verdient, als ich riskiert habe. Ja? Und das ist eben der entscheidende Vorteil. Wie gesagt, viele drehen diesen Vorteil in einem Nachteil um, indem sie sich sagen, ah, okay, mir reichen jetzt hier 5 oder 10 Punkte, ich meine, sind ja auch 250 oder 500 Euro und das nehme ich jetzt mal mit und ja, wenn er ins Verlust geht, ja, dann warte ich einfach, bis er eben wieder ins Plus dreht, ja. Und dieses Warten endet manchmal mit komplettes Konto auf Null setzen, ja, weil meistens schaffen es die Menschen dann nicht zu warten, ja, sondern legen sogar noch nach im Verlust und das killt das Konto besonders schnell, ja. Also, wenn du vernünftiges Trading mit System lernen willst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du Vorteile hast, dass du irgendwo einen Vorteil hast, der für dich spricht, dass du einen Vorteil hast, wo du wirklich weißt, okay, egal was passiert, ob ich jetzt ausgestoppt werde, ob mein Ziel erreicht wird, das spielt alles keine Rolle, am Ende mache ich Gewinn. Und dann kannst du nur noch Gewinn machen, ja, wenn du diese Einstellung hast, wenn du dieses System benutzt zum Traden, dann kannst du am Ende nur Gewinn machen, weil du verdienst einfach sehr viel mehr, als du verlierst und du handelst immer mit dem Vorteil, nie gegen den Vorteil, ja, und das ist eben extrem, extrem wichtig, dass du eben da mit dem Vorteil handelst und nicht gegen den Vorteil, ja. Im Moment könnte man beides machen, man könnte jetzt Short gehen und Long gehen. Warum? Weil Short hast du eben den aktuellsten Vorteil vom 5-Minuten-Chart, das ist der Vorteil von heute, ich setze einfach auf diesen Vorteil hier, ja, auf diesen Trend sozusagen, und du kannst aber auch Long gehen mit dem anderen Trend, ja, der jetzt schon seit Tagen ist, ja, mit diesem Aufwärtstrend. Also du könntest jetzt beides machen. Wichtig ist nur, dass du weißt, okay, wo ist mein Stopp und wo ist mein Ziel und was kann ich dann an Gewinnen mitnehmen? Ja, das ist das Wichtige, dass du das auch noch checkst, und wenn das passt, wenn das Risiko für dein Konto passt, dann kannst du auch diesen Trade eingehen. Ja, und dann solltest du ihn auch eingehen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, eine Situation am Markt zu erkennen, eine Strategie zu haben, das Ganze passt, also du siehst, dass es passt, und du bekommst die Möglichkeit einzusteigen und dann zögerst du und sagst, ach nee, was ist, wenn es denn andersrum kommt? Ja, was soll das? Also ist egal, wenn es andersrum kommt, ja? Dann bist du eben ausgestoppt, aber du hast es mindestens probiert. Wenn du es nicht probierst, kann ich dir versprechen, wirst du auch keinen Gewinn machen. Ja? Ich spreche nicht von ständigem Hin- und Her-Traden. Ich spreche nicht davon, dass du es ständig probieren solltest und dass du ohne Sinn und Verstand traden solltest. Aber wenn alles passt, wenn du die Möglichkeit siehst, dann musst du es auch tun. Just do it, ja? Wie Nike so schön immer schreibt. Ja? Der Werbespruch ist einfach der Hammer. Ich liebe den. Einfach just do it. Ja? Einfach machen. Wenn alles passt, dann musst du es nur noch umsetzen und machen. Und Risiko ist immer dabei. Ja? Ohne Risiko geht es nicht. Ich habe Risiko, jeder hat Risiko. Ja? Und du wirst es mit der Zeit merken, dass Profi-Trader auch nur mit Wasser kochen. Ja? Das heißt, ich habe ja jetzt nicht irgendwelchen weiteren geheimen Informationen, die du nicht hast oder ähnliches. Ich sehe auch nur diesen Chart und handle danach. Ja, also ich sehe und versuche jetzt die Wahrscheinlichkeit, also ich versuche das Ganze so rechnerisch zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit auf meine Seite liegt. Das mache ich natürlich sehr viel vom Gefühl her, das mache ich sehr durch meine Erfahrungen, und ja, wenn der Vorteil da ist, wenn das Ganze stimmt, dann gehe ich auch diesen Trade ein und zögere da nicht lange, ja, weil zögern, wie gesagt, wird dir nie Geld bringen, ja, also das heißt, wenn alles passt, dann musst du einfach deinen Trade durchziehen. Und das ist jetzt ein sehr unbequemer Trade, weil er sofort ins Minus geht und mir überhaupt keine Möglichkeit gibt, mein Risiko auch nur ein bisschen zu reduzieren oder irgendwie die Hälfte rauszuschmeißen oder ähnliches. Ja, also das ist, wie gesagt, einer der unbequemsten Trades. Das ist aber okay. Ich zeige ihn dir gerne, damit du einfach siehst, dass es auch solche Trades gibt, dass die einfach auch dazugehören und dass du diese Trades
auszustehen hast und weitermachen solltest, ja, nicht nach so einem Trade aufhören solltest, ja. Wie gesagt, Gewinn und Verlust sind das Normalste, was es gibt an der Börse. Es ist nur wichtig, wie viel gewinnst du und wie viel verlierst du. Wenn du mehr verlierst, wie du gewinnst, dann weißt du, du machst was falsch. Wenn du mehr gewinnst, wie du verlierst, dann weißt du, du machst was richtig. Also bleib dran und bau das Ganze aus, denn Trading kannst du fast unendlich hoch skalieren. Also da hast du wirklich super Möglichkeiten, dein Business, dein Geschäft wirklich extrem hoch zu skalieren. Gut, ja, dann schauen wir mal, was der Trade so macht. Du merkst es, da sind jetzt hier 16,5 Punkte Minus. Ja, ich kann das auch in Geld umschalten. Da sind 825 Euro, 900 Euro in Minus. Ja, es ist halt unbequem, ne? Es ist ein Verlust, ja. Also es ist, ich bin's gewohnt, Verluste und Gewinne zu machen. Mir macht das nichts aus, ob da jetzt 800 Minus stehen oder 8000 Plus, spielt es für mich so keine Rolle, ja. Aber wenn du noch nicht geübt bist, wenn du noch am Anfang bist, dann beeinflusst dich das schon, was du da siehst. Ne? Dann ist es für dich schon wichtig, oh, da habe ich jetzt so viel Verlust oder oh, da habe ich jetzt so einen großen Gewinn. Und dann neigst du dazu, einfach Fehler zu machen. Das, was ich jetzt gerade mache, ist gar nichts. Einfach warten. Ja? Das ist das, was jetzt angesagt ist. Einfach nur abwarten, was passiert. Und so kalt und so gefühllos musst du dem Markt gegenüber sein, denn sonst wird er dich definitiv bestrafen. Ja, also wenn du da voller Gefühle da rangehst und wegen jedem Gewinn oder Verlust zitterst, dann wird es dir richtig viel Geld kosten. Ich weiß jetzt hier ganz genau, wenn es mich Geld kostet, dann sind das 1,5, aber keine 15.000 oder 20.000 oder mehr. Aber ich weiß, wenn ich einen guten Gewinntag habe, dann habe ich diese 10, 15, 20.000 locker drin. Und das ist das, was du brauchst. Ja? Du brauchst ein System, was dich im Verlustfall vor den Verlusten schützt, vor den großen Verlusten schützt und was dir im Gewinnfall richtig viel Gewinn gibt. Ja? Genau das brauchst du. Und das ist es. Also Trading kann dann ziemlich simpel sein. Und ich habe noch einen wichtigen Spruch, der eben sehr, sehr wichtig für mein Trading ist und der auch mein Trading extrem geprägt hat. Egal, was jetzt hier mittendrin passiert, ja, abgerechnet wird es am Ende des Trades. Ja? Das heißt, du weißt jetzt nicht, ob diese 700, 800 Euro Verlust, die du jetzt siehst, ob das jetzt ein tatsächlicher Verlust ist. Vielleicht ist das ein 5.000 Euro Gewinntrade. Ja? Du weißt es eben jetzt noch nicht, weil du noch nicht ausgestoppt bist. Bevor du ausgestoppt wirst oder bevor dein Ziel erreicht ist, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu rechnen und zu sagen, oh, das sieht jetzt schlecht aus oder oh, das sieht jetzt gut aus. Das spielt alles keine Rolle. Ja? Da mach deinen Kopf einfach nicht kaputt damit. Ja? Bleib einfach cool dabei, mach dein Ding, handel deine Strategie und der Markt entscheidet dann, was er macht. Ja? Wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht schmiert er jetzt einfach 100 Punkte ab. Ja? Dann heißt das auch nichts, außer dass ich eben meinen Stopp nachziehen kann und dann schon mir einen Gewinn abgesichert habe. Aber das ist jetzt auch kein Grund zur Freude, weil das ist der Markt, der macht das. Ja, also wenn ich jetzt immer traurig wäre und immer super froh wäre, wenn ich einen Gewinn mache, dann wäre ich schon längst in der Psychiatrie gelandet, ja, weil da sind so viele Emotionen am Markt, da ist so viel los, da ist ständig Bewegung, da ist ständig Plus, Minus, also das kannst du nicht machen, ja, du kannst nicht einfach bei jedem Gewinn dich super freuen und bei jedem Verlust super traurig sein, ja, identifiziere dich nicht über deine Trading-Ergebnisse, ja, sondern handle einfach dein System. Bleib dran. Wie gesagt, was da passiert, das entscheidet der Markt. Ich weiß es jetzt nicht. Ja? Und so ist es immer. So ist es nicht nur jetzt. So ist es immer. Ich weiß es nicht. Ja? Und hell sehen kann ich nicht. In die Zukunft gucken kann ich nicht. Ich kann nur meine Erfahrungen, die Charttechnik, die Vorteile ausnutzen und eben damit auf lange Sicht einen Gewinn machen. Aber ich mache nicht in jedem Trade Gewinn. Und es ist auch falsch zu denken. Ja? Und mal ist es Gewinn, mal ist es Verlust. So ist es. Wenn du nur Gewinn machen willst, dann arbeiten gehen pro Stunde. Ja, pro Stunde bekommst du immer einen Gewinn, weil dann weißt du, okay, wenn du deine Stunde abgearbeitet hast, dann hast du einen Gewinn. Hier hast du Gewinne und Verluste. Und der größte, wirklich einer der allergrößten Fehler,
beim Trading ist, wenn du wirklich versuchst, mit jedem Trade Plus zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Das hat bis jetzt noch keiner hinbekommen, wird auch nie einer hinbekommen. Ja, weil jeder liegt mal falsch, jeder wird mal ausgestoppt. Ja, also versuche nicht mit jedem Trade einen Plus-Trade zu landen, versuche nicht immer einen Gewinn mitzunehmen, weil das wird deine Performance zerstören. Früher oder später wird das dein Konto komplett auf Null setzen. Ja, ertrage die Verluste und akzeptiere die Gewinne. Ja, und akzeptiere natürlich auch die Verluste und lerne daraus. Das ist so wichtig. Ja, ich kann das gar nicht so oft betonen, ja. Du siehst, jetzt hat er mich kaum ausgestoppt, fast ausgestoppt, jetzt versucht er wieder ein bisschen zu fallen. Alles emotionslos, einfach nur zugucken und fertig, ja. Du kannst hier nicht dein Leben investieren, weil bald hast du gar kein Leben, wenn du hier richtig emotional dabei bist, wenn du wirklich mit jedem Trade Gewinn machen willst und so weiter und so fort. Die Größe eines Profi-Traders erkennst du daran, wie er sich wirklich im Verlustfall verhält und nicht, wie er die Gewinne mitnimmt. Gewinne kann jeder mitnehmen. Ja? Also okay, manche nehmen nur kleine Gewinne mit, aber im Gewinnfall ist es simpel. Ja? Aber wenn es nach hinten losgeht, wenn es ein Verlust ist, wie verhält er sich dann? Daran erkennst du die Größe eines Traders und da kannst du auch sehr, sehr viel daraus lernen. Im Moment ist es ein heftiger Verlust-Trade. Warum heftig? Weil er mich fast initial ausgestoppt hat. Ja? Aber wir wissen es nicht, abgerechnet wird es am Ende. Ja? Vielleicht entwickelt er sich noch. Ich meine, sobald die Software nicht gesprochen hat, sobald er mich da oben nicht rausgeholt hat, ist alles offen. Ja? Der war auf 91,5. Sobald das nicht passiert ist, ist alles offen. Ja, und genauso behandle ich diesen Trade auch. Ja, ich bleibe einfach dran, ich gucke zu. Wenn er mir die Möglichkeit gibt, dann reagiere ich. Ich warte auf die Minuten, ich weiß, wo ich eingestiegen bin. Jetzt sind 1, 2, 3, das ist die vierte Kerze. Wenn noch zwei weitere Kerzen abgeschlossen sind, also diese zu Ende ist und dann auch noch zwei weitere zu Ende sind, dann werde ich gucken, dass ich mein Risiko reduziere, dass ich die Hälfte der Position rausschmeiße und so weiter und so fort. So gehe ich vor. Ja, und das ist ein strukturiertes Vorgehen. Wenn du immer wieder dasselbe tust, dann wirst du auch immer wieder dieselben Ergebnisse erzielen. Dann kannst du etwas reproduzieren, dann kannst du auch je nachdem, wie es läuft, hast du auch die Möglichkeit, etwas an deine Performance zu optimieren. Du hast die Möglichkeit, an bestimmte Stellschrauben zu arbeiten, weil du immer wieder dasselbe tust. Also bedeuten deine Ergebnisse etwas. Du kannst anfangen, dran zu arbeiten, zu optimieren. Wenn du heute das tust und morgen etwas komplett anderes und übermorgen wieder was komplett anderes, weil du es von jemand anders gehört hast, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann hast du eigentlich gar keine Performance. Dann hast du einfach nur Mist und diesen Mist kannst du nur wegschmeißen. Du kannst damit nicht arbeiten, du kannst daran nichts optimieren, weil du eben kein System dahinter hast. Ja, aber wenn du ein System dahinter hast, wenn du vernünftig tradest, wenn du immer wieder dieselbe Vorgehensweise hast, dann weißt du, okay, wenn du einen leichten Minus hast insgesamt, dann weißt du, okay, irgendwo versuche ich jetzt was zu optimieren. Ja, und eine kleine Veränderung vorzunehmen. Immer nur kleine Veränderungen vornehmen. Keine großen Veränderungen machen, ja, sondern immer nur kleine Veränderungen vornehmen. Ja. Und dann weißt du aber, okay, du nimmst eine kleine Veränderung, die setzt du einmal um und dann siehst du, okay, es kommen ganz andere Ergebnisse, das wirkt, weil du auch wieder diese Veränderung vorgenommen hast und immer wieder dasselbe tust, weil du es genauso machst, weil du eben System tradest. Ja? Wenn du einfach nur, wie gesagt, heute das eine, morgen das andere tradest, dann hast du nichts zu verbessern und das ist doch schade, weil dann wirst du nie große Ergebnisse erzielen. Und das ist aber das Ziel. Wir sind nicht an der Börse, um paar Kröten hier zu verdienen, um uns ein paar Krümel abzuschneiden, sondern wir wollen Geld verdienen, ja? Und das ist auch so, sonst brauchen wir nicht an der Börse zu sein, sonst können wir, weiß ich nicht, irgendwas anderes arbeiten, spielt keine Rolle, aber Börse ist immer mit Geld verbunden, ja, Börse ist da, wo du richtig skalieren kannst, Börse ist da, wo die ganzen Haie sind, also Börse, da geht es um Geld und wir wollen Geld verdienen, Punkt, aus, Feierabend. Und auch am besten nicht 8,50 Euro die Stunde, ja, sondern
am besten 850 Euro die Stunde, ja, wenn man das überhaupt in Stunden rechnen kann. Ja, jetzt einfach abwarten. Ja, du siehst, wenn du jetzt hier emotional wärst, oh ja, das war jetzt fast bei plus minus null, da schließe ich denn doch, weil der hat mir wieder mein verlorenes Geld wiedergegeben und so weiter und so fort. Umso mehr du nachdenkst, umso mehr Platz hast du für Fehler. Ja, jetzt warte ich noch weitere 10 Minuten ab und wenn der nicht im Plus ist, dann werde ich schon Risiko rausnehmen und so weiter und so fort. Ja, also so ist es. Einfach nur systematisch einen Schritt nach dem anderen vorgehen. Und der Markt entscheidet das, ja, also er ist der Boss, ja, so ist das. Einfach nur abwarten, zugucken, reagieren, wenn es was zu reagieren gibt, ja. Das ist die Meisterschaft, das ist das, was ich dir beibringen möchte, die ganze Zeit. Das ist das, was ich in den Ausbildungen beibringe, diese Coolness, diese Art des Tradings und nicht einfach nur auf gut Glück zu hoffen, den großen Treffer zu landen und irgendwie was so ein Trade zu machen, wo man Millionär damit wird. Das sind Träumereien, ja, das gibt's so nicht, ja. Warum nicht? Weil wenn du einen so einen Trade machst, einen großen, dann wirst du natürlich auch Hunger auf noch so einen haben. Und der zweite wird aber vielleicht nicht so gut ausgehen und wird eben in Verlust gehen, ja. Und dann verlierst du vielleicht alles, was du vorhin gewonnen hattest, ja. Also setze nicht alles auf eine Karte, setze nicht alles auf einen Trade, sondern versuche von der Masse der Trades zu profitieren. Das ist die Königsdisziplin, glaub es mir. Ich habe es so oft probiert. Ich habe so ziemlich alles an der Börse versucht. Alles, was du dir vorstellen kannst, deine Gedanken, ja, alles, was in deinem Kopf ist. Glaub mir, das hatte ich auch. Und ich habe auch versucht, und hier und da mir ein Stück abzuschneiden. Hey, wenn du kein System dahinter hast, dann ist das alles Mist, dann bringt das nichts. Ja, dann ist das Zeitverschwendung. Dann kannst du die Zeit lieber mit deiner Familie verbringen, Sport machen gehen, dich sonnen gehen oder sonst was machen, ja, oder einfach nur auf der Couch entspannen oder dir einfach mal ein gutes Persönlichkeitsentwicklungsbuch durchlesen, ja, aber eben nicht traden, weil traden ist dann Zeitverschwendung. Wenn du ohne System handelst, wenn du nicht immer wieder die gleiche Vorgehensweise hast, dann bist du empfindlich, dann wirst du immer vom Markt getradet und tradest gar nicht. Du bist gar kein Trader, wenn du kein System hast. Wenn du nicht auf jede Reaktion des Marktes eine Antwort hast, bist du gar kein Trader. Du bist einfach ein Zocker, der einfach ab und zu was versucht, sich da was abschneidet. Du bist ein Hobby-Trader. Ja? Das ist was anderes, wie ein richtiger Trader zu sein, wie ein Profi-Trader zu sein, wie ein Master-Trader zu sein, ja? Der wirklich alle Situationen am Markt meistert, der wirklich dabei ist, der keine Angst hat, der geduldig ist, der wirklich nicht nur diese Eigenschaften sich angeeignet hat, sondern dann auch noch die Erfahrungen gesammelt hat, sich alles vorstellen kann, weiß, dass der Markt auch alles machen kann, der weiß, dass der Markt eben immer der Boss ist, dass der Markt das Sagen hat. Wenn der Markt dich ausstoppt, kannst du 10.000 Mal sagen, nee, Markt, du hast kein Recht, ich habe Recht, aber was soll das? Der Markt hat dich ausgestoppt, es hat Geld gekostet, ja? Also da braucht man sich nicht darüber unterhalten, wer Recht hatte oder wer nicht Recht hatte. Da brauchst du es dann auch nicht nochmal aus Frust zu versuchen, ja? Wenn der Markt dir sagt, du hast kein Recht, dann hast du kein Recht. Wenn dir der Markt Recht gibt, dann nimm es an. Weil es gibt viele, die, der Markt gibt den Recht, der will den wirklich einen fetten Gewinn geben, aber die nehmen den nicht mit. Die nehmen den einfach nicht mit, die lassen den einfach links liegen und sagen, ach, stell dir vor, ich war jetzt hier fast 1.500 Euro in Minus, jetzt sehe ich hier, oh, 75, oh, das nehme ich jetzt mal mit hier, close. Ja, das ist das, was ich meine. Das sind einfach die Gedanken, die eben Anfänger und angehende Trader haben, die Trader haben, die einfach kein System dahinter haben, ja, die wirklich jeden Tag vom Markt getradet werden und ihr Geld an der Börse lassen, ja, genau das möchte ich dir eben nicht beibringen. Ich möchte dir beibringen, wie du ein knallharter Trader wirst, ja, wie du wirklich kalt wie Robocop wirst, ja, was die Börse angeht. Du musst kühl sein, ja, deine Gefühle spielen keine Rolle an der Börse, nur die Zahlen zählen, nur die Kurven zählen, nur die Kerzen zählen, ja, die Gefühle,
die kannst du wegschmeißen an der Börse. Ja? Die spielen da keine Rolle. Die Gefühle, die kannst du zu Hause bei der Familie haben. Da kannst du gefühlvoll sein, da kannst du emotional sein, da kannst du weinen, lieben, traurig sein, alles, was du willst, aber eben nicht an der Börse. Ja? Die Gefühle haben an der Börse nichts verloren. Die Gefühle stehen dir nur im Weg. Ja? Und ich spreche jetzt ganz einfach darüber. Es ist aber nicht ganz so einfach, das auch wirklich umzusetzen. Ich habe Ausbildungen erschafft, die sind wirklich hunderte Stunden lang, damit du eben das erlernst. Das ist eine richtige Ausbildung. Das ist nicht einfach nur so von heute auf morgen lernen, zack, mit dem Finger knipsen und dann vorbei, dann hast du das. Nein, ist es nicht. Das ist ein Weg, das ist Arbeit, das ist eine Entwicklung. Und genau diese Entwicklung, genau diese Arbeit musst du durchlaufen. Du musst einfach nur wissen, erstens, wofür du es tust, und dann musst du einfach nur dranbleiben, auf mich hören und das Ganze ausprobieren und dir dein eigenes Bild machen, dir dein eigenes Trading-System bauen. Und das ist es, mehr ist es einfach nicht. Aber hör dann bitte auf mich, lass dich von mir ausbilden und versuche nicht immer den Markt irgendwie zu beeinflussen oder dich mit ihm zu streiten oder einfach zu denken, du bist schlauer wie der Markt oder, ja. Bis jetzt hat es keiner geschafft, den Markt zu machen und den Markt zu manipulieren. Also die sind alle irgendwann auf die Schnauze geflogen. Ja, auch die ganz Großen, auch Banken sind dran pleite gegangen, ja, weil der Markt unmanipulierbar ist, ja, meiner Meinung nach. Klar gibt es hier Verschwörungstheorien und hier und da, aber meiner Meinung nach ist der Markt das, was er ist. Er ist eine Plattform, da treffen Käufer und Verkäufer, da siehst du die Emotionen der Menschen. Du musst wissen, es ist alles machbar, es ist alles möglich, der Markt kann alles machen. Du musst einfach darauf reagieren und etwas tun. Ja, das ist es. Und wenn diese Kerze jetzt hier vorbei ist, dann habe ich insgesamt, ich kann das auch ein bisschen breiter machen, dann habe ich insgesamt 6 fertige Kerzen und ich gebe dem Markt 6 Kerzen, dass er ins Plus läuft. Wenn er da nicht ins Plus läuft, dann schmeiße ich einfach die Hälfte knallhart raus, weil ich sage mir, okay, halbe Stunde Zeit ist genug Zeit, dass der Markt ins Plus läuft. Wenn er da nicht im Plus ist, okay, dann hätte ich einfach später und geduldiger einsteigen müssen. Also wir haben hier eine Kerze, 2 Kerzen, 3 Kerzen, 4 Kerzen, 5 Kerzen. Das ist die 6. Kerze. Das heißt, wenn diese Kerze vorbei ist, werde ich sofort, wenn ich im Minus bin oder plus minus 0 bin, werde ich die Hälfte der Position, also ein DAX, sofort rausschmeißen. Ich habe hier verkauft, also muss ich hier einfach Buy Market drücken. Oder ich mache Folgendes, wenn der Markt im Plus ist, dann werde ich einfach den Stopp für die Hälfte auf plus minus 0 setzen, damit ich eben mit dieser Hälfte der Position kein Geld mehr verlieren kann. Ja? Weil, wie gesagt, der Markt hat eine halbe Stunde Zeit gehabt, um ins Plus zu laufen, da erwarte ich einfach, dass er ins Plus läuft und nicht hier hin und her dümpelt, plus minus 0. Es ist ein unbequemer Trade, es ist ein super unbequemer Trade. Es ist einer der unbequemsten Trades überhaupt, den du haben kannst. Und ich freue mich, dass ich mich heute für diese Aufnahme entschieden habe, denn du siehst hier, ich steige in dieser Kerze hier, steige ich ein, ja, da bin ich eingestiegen und die ganze Zeit ist dieser Markt im Minus, kurz vorm Ausstoppen hier gewesen, die ganze Zeit, der war nicht, hier war der kurz im Plus und hier unten, aber minimal, ja. Der war sonst die ganze Zeit, also 99% der Zeit war dieser Markt, dieser Trade im Minus und das ist unbequem, damit kommen sehr viele Menschen nicht klar, also lerne bitte daraus und mach es genauso, ja, also es spielt keine Rolle, was der Markt macht, du musst wirklich cool bleiben, du musst wirklich deine Gedanken sammeln, du musst wirklich wissen, was du tust, wo dein Ziel ist, wo dein Stopp ist, wenn du diese Struktur einmal hast und dann noch meinen Spruch dazu, schreib ihn dir irgendwo auf, abgerechnet wird es am Ende des Trades und nicht mittendrin, dann bist du die coolste Sau der Welt, ja, weil dann interessiert es dich nicht, ist der im Plus, ist der im Minus, ja, dann zählt nur eins. Hat er mich ausgestoppt? Nein, dann ist alles gut. Hat er mein Ziel erreicht? Nein. Habe ich die Möglichkeit, Risiko rauszunehmen? Nein. Dann bleibe ich drin und warte einfach. Emotionen haben da einfach nichts verloren. Du musst auch eins wissen, es ist halt nur Geld.
was dahinter steht. Ja? Es ist ja nicht Menschenleben oder ähnliches. Stell dir vor, das wäre russisches Roulette oder so. Das wäre eine ganz andere Sache. Da könntest du vielleicht nicht so stark mental sein. Aber hier ist es nur Geld. Geld kann man immer wieder verdienen. Ja? Versuche auch immer nur das zu riskieren, was du dir leisten kannst. Ja, weil wenn du zu viel riskierst, dann ist klar, dass du hier schwache Knie bekommst und dass du zu emotional wirst. Ja, also wenn du ein vernünftiges Risiko eingehst, dann ist alles gut. Dann mach dir keinen Kopf drüber. Ja, dann kriegst du das auch hin. So, jetzt bin ich hier schon auf dem Button. Also wenn die Kerze vorbei ist, das heißt, wenn die nächste Kerze aufmacht, dann werde ich hier bei Market klicken. Hier habe ich auf einen Kontrakt schon eingestellt, das heißt auch hier aufpassen, zack, da, fertig, ja, nur noch die Hälfte, nur noch einer, dann muss ich jetzt hier das Ganze auch einmal kurz reduzieren auf einen Kontrakt, jetzt ist mein Stopp hier für einen Kontrakt und jetzt wird einfach nur abgewartet weiterhin, ja, mit dem anderen Kontrakt habe ich jetzt einen kleinen Verlust gemacht. Und ja, das war's. Ja, also jetzt warte ich einfach, was mit der anderen Hälfte passiert. Ah, so ist es. Du hast als Trader, hast du wirklich eine Menge Wartezeit. Eine Menge Wartezeit, wo du wirklich alles Mögliche machen kannst. Ja, du kannst wirklich in dieser Wartezeit alles Mögliche machen. Aber wichtig ist, zu warten. Ja, du kannst wirklich alles machen in der Wartezeit, aber wichtig ist zu warten, ja, und nicht dazwischen reinzugehen und deinen Trade zu verändern, nicht hin und her zu traden. Das ist das Wichtigste, ja, das ist einfach so wichtig, ja, wenn du wartest, dann warte und nicht einfach nur, ach ja, ich mache jetzt hier ein bisschen dies, ein bisschen das und so weiter und so fort und dann hast du am Ende einfach einen ganz normalen Trade, wo du hättest einfach nur warten müssen, hast es aber nicht geschafft zu warten und hast dazwischen noch, sagen wir mal, 5 oder 6 andere Trades gemacht. Und ja, durch diese 5 oder 6 andere Trades hast du so viel Verlust gemacht, durch dieses Hin- und Her-Traden, dass du dein Tagesloss-Limit erreicht hast oder ähnliches. Ja? Und das macht einfach keinen Sinn. Also wenn du warten musst, dann warte. Ja, dann warte und lass den Trade sich entwickeln, so wie jetzt hier, okay? Ich habe ein bisschen unglücklich ausgescaled, ich habe ein bisschen unglücklich die Position rausgeschmissen, aber du siehst, es ändert sich einfach. Mal ist da ein Plus, mal ist da ein Minus. Im Moment ist das ein Minus-Trade. Warum? Weil ich mit der Hälfte schon Minus realisiert habe. Und jetzt warte ich, was mit der anderen Hälfte passiert. Ja? Das heißt, bis ich mir nicht mit der anderen Hälfte mindestens so viele Punkte abgesichert habe, wie ich mit der ersten Hälfte verloren habe, dann ist es auch ein Minus-Trade. Ja? Aber das spielt, wie gesagt, keine Rolle, ob Minus, Plus, ja, weißt du, handle einfach. Ja? Trade, das ist so viel wichtiger. Ja, mach dir nicht so viele Gedanken über dies und das, sondern mach's einfach. Mach's nach Regeln, mach's mit System und versuche nicht schlauer wie der Markt zu sein, versuche nicht irgendwas zu denken oder zu interpretieren, weil dann wirst du dein System verletzen. Es ist so einfach, sein System über Bord zu werfen. Es ist so einfach, einfach mal zu sagen, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, ich muss jetzt was essen gehen, ich will jetzt raus, meine Freunde kommen gleich, ich muss Party machen, ich schließe das Ganze jetzt mal. Ja? Das sind blöde Gedanken. Ja? Diese Gedanken hat vielleicht jeder mal. Aber wichtig für dich ist, wirklich wichtig für dich ist, wenn du tradest, wirklich beim Traden zu sein und zwar hundertprozentig dabei zu sein und dieses Warten ist auch Traden, ja, dieses Nichtstun, ja, viele sagen, ja, du tust doch nichts, ja, also viele, wenn man mich jetzt beobachten würde, dann würde man auch sagen, Koko, du tust doch jetzt nichts, du wartest einfach nur und okay, jetzt spreche ich, jetzt nehme ich ein Video auf, aber wenn man mir zusieht, wenn ich kein Video aufnehme, dann tue ich nichts, ja, aber mein Kopf rattert. Ja, mein Kopf rattert auf Hochtouren. Beim Trading arbeitet der Kopf und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass der Kopf fit ist. Deswegen trinke ich auch keinen Alkohol, keinen einzigen Tropfen.
Ja, weil es eben für mich sehr wichtig ist, dass mein Kopf fit ist, dass ich wirklich zu 100% da bin. Und wenn mir andere sagen, komm, trink doch mal nur einen Schluck oder zum Anstoßen, weißt du, mache ich einfach nicht. Ja, höchstens ich nippe so richtig dran, aber ich trinke nie. Ja, weil ich es einfach nicht möchte und weil ich fit fürs Trading sein möchte. Ich möchte fit dafür sein, was ich tue. Ich möchte fit für meine Ziele sein. Und glaub mir, ich merke einfach, wie viel fitter ich bin im Kopf, wie andere Menschen, die vielleicht regelmäßig Alkohol trinken. Also ich spreche jetzt nicht von Alkoholikern, ja. Das soll jetzt hier auch keine Predigt werden, ja. Aber so ist es, weißt du, wenn du dich fürs Trading entscheidest, dann entscheidest du dich auch ein Stück fürs Trading zu leben. Es ist ein Lifestyle, es ist ein Leben, ja. Trading ist wie das wahre Leben und das wahre Leben ist wie Trading. Aber mein Lieblingsspruch und mein Motto ist doch, Trading ist wie das wahre Leben. Ja, ich lebe fürs Traden, das ist mein Leben und das ist wichtig für mich. Das ist für mich sehr wichtig und dafür lebe ich, dafür bin ich auch bereit, auf einige Sachen zu verzichten, dafür bin ich auch mal bereit, unbequeme Sachen auf mich zu nehmen, ja, so wie zum Beispiel, früh aufzustehen oder jetzt noch diesen Trade zu managen, auch wenn ich jetzt vielleicht lieber was essen gehen würde, ja, also ich habe heute hart trainiert, ich würde jetzt gerne ein Steak essen, ja, ich bleibe aber hier und manage diesen Trade, weil das jetzt wichtiger ist. Ja, und du musst wirklich wissen für dich, was ist wichtig für dich? Was ist wichtig für dich? Wofür arbeitest du? Was motiviert dich? Wofür brennst du? Wenn du das weißt, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Dann weißt du, okay, ich kann es packen, ich kann es erreichen, weil ich Gas gebe, weil ich mehr mache, weil ich mehr mache, wie ich gestern gemacht habe, weil ich mehr mache, wie die meisten Menschen machen, weil ich mir nicht zu schade bin, mehr zu machen, weil ich bereit bin zu investieren, Zeit, Geld, alles, was notwendig ist, um meine Ziele zu erreichen. Und deine Ziele sollten da oben sein, ganz oben, ganz weit oben und nicht irgendwo im Mittelmaß. Ich hasse Durchschnitt, ich hasse Mittelmaß, ja. Es ist nicht richtig zu hassen, ja. Man sollte wirklich versuchen, nichts zu hassen, ja. Aber das ist etwas, was ich, okay, vielleicht hassen ist das falsche Wort, aber das ist mir egal, ja. Das lasse ich einfach links liegen, ja. Durchschnitt und Mist lasse ich einfach links liegen. Ich möchte mich richtig an die Obergrenzen orientieren. Ich möchte wirklich Unglaubliches erreichen und nicht einfach nur so mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was, ja, weil von hier ein bisschen was und von da ein bisschen was, da kommt auch nur hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Das, was du reingibst, das kommt auch hinten raus, ja. Das ist immer so. Das ist sogar beim Essen so, ja. Das, was du isst, das bekommst du dann auch, ja. So siehst du auch aus, so ist es. Also keiner kann, glaube ich, besser darüber sprechen wie ich, weil ich es ja immer gemerkt habe. Ich habe immer schlecht gegessen, viel Süßes gegessen. Also bin ich fett geworden, bin ich richtig fett geworden, ja. Und das ist so, ja, das weiß ich. Und es gilt auch da, etwas dagegen zu tun und das Ganze zu verändern. Also von alleine kommt nichts. Du musst etwas dafür tun, etwas für deine Ziele tun, egal ob es jetzt ums Abnehmen geht, ob es um Trading geht, ob es um Geld geht, ob es um Gesundheit geht. Du musst immer Action, du musst immer etwas dafür tun. Und weißt du was, dieses Gesetz, das wird sich auch nie ändern. Und deswegen gibt es eben 1% oder 5% der Menschen, die so unglaublich erfolgreich sind, weil es schwer ist, etwas zu tun. Es ist schwer, sehr viel zu tun. Ja, es ist schwer, wo andere einfach sich erholen, Vollgas zu geben. Das ist nicht einfach. Ich sage nicht, es ist einfach. Aber es ist ein Muss, wenn du erfolgreich sein willst. Es ist ein Muss, mehr zu leisten wie die anderen, wenn du erfolgreich sein willst. Es ist ein Muss, einfach alles zu geben, mit Leidenschaft dabei zu sein, 100% zu geben, wenn du mehr haben willst. Und nicht einfach nur, ja, ich will mehr haben, aber irgendwie wird sich das schon irgendwie kommt das schon, ja. Es gibt so viele Menschen, die das einfach nicht sehen, ja, die einfach sagen, hey, Coco, es gab tatsächlich einen Coaching-Student, der mir das gesagt hat. Ja, ich erzähle dir jetzt mal diese Geschichte, weil diese Geschichte einfach extrem spannend ist. Ich habe einen Coaching-Student gehabt und der meinte, Coco, ich stehe früh auf wie du, ich arbeite mehr, wieso habe ich weniger Geld?
Ja, und das hat er mir tatsächlich gesagt. Und aber das fand ich auch gut, weil er das auch so hart gesagt hat. Und ich habe ihm dann gesagt: Pass auf, das, was du siehst, was ich mache, ist nicht alles, was ich mache. Das, was du siehst, ist nur mal oberflächlich. Ja, du siehst, wann ich vielleicht aufwache, wenn ich ins Büro komme, du siehst auch vielleicht, wann ich schlafen gehe, oder du fragst mich, wann ich schlafen gehe. Du siehst vielleicht, okay, wie lange schlafe ich, aber du siehst nicht, was mache ich in der anderen Zeit, wie arbeitet mein Kopf, was investiere ich, was für schnelle, unbequeme Entscheidungen treffe ich, was für Erfahrungen habe ich schon gesammelt und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die kann man nicht sehen. Und soll ich dir mal was sagen? Ich sag's dir ganz ehrlich, die geistige Arbeit, es ist die härteste Arbeit auf dieser Welt. Die geistige Arbeit ist die härteste Arbeit auf dieser Welt. Merk dir das und schreib es dir auf. Das ist so wichtig einfach. Ja? Es gibt nichts Schwierigeres wie geistige Arbeit. Sich einfach Sachen vorzustellen, die noch nicht da sind. Sich Sachen vorzustellen, an die man arbeitet. Sich Sachen vorzustellen, für die man brennt und bereit ist, einfach alles zu geben. Ja, für die man mit Leidenschaft arbeitet. Das ist es, was wirklich zählt. Und ja, diesem Trading-Studenten habe ich wirklich eine super Lektion, ein super Coaching verpasst. Und danach hat er einfach nur gesagt: Hey Coco, du hast recht, ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe das alles nicht gesehen. Wie konnte ich das nicht sehen? Ja? Weil er ist zwar früh aufgestanden und alles, aber früh aufzustehen ist nicht alles. Es ist wichtig, wenn du aufstehst, was machst du dann? Vielleicht bist du bequem, vielleicht bist du chillig, vielleicht bist du entspannt, vielleicht sorgst du nicht für genug Ausgleich, sondern machst einfach die Sachen ein bisschen falsch. Ja? Es kann alles sein, aber bitte versuche nicht, die Sachen auf der Oberfläche zu sehen. Ja? Versuche bitte auf keinen Fall oberflächlich zu sein oder Menschen in Schubladen stecken, sondern versuche einfach, die Sachen tiefer zu sehen. Tiefer zu graben, hat mal Arnie gesagt, ja, Arnold Schwarzenegger. Du musst tiefer graben, deep down, ja, in seinen 6 Regeln. Das ist so wichtig, einfach tiefer graben und einfach die Sachen umdrehen, um die Ecke denken. Das ist so wichtig, weißt du, wenn du das einmal kannst, wenn du deinen Kopf dahin gesteuert hast, dann ist es super, dann macht's Spaß, ja. Aber du musst erstmal dahin kommen. Und wie kommst du dahin? Wirklich durch harte Arbeit und nicht durch einfach nur früh aufstehen und vielleicht das war's, sondern du musst einfach, wenn du aufstehst, musst du auch wissen, was du tust. Das heißt, Ausbildung, bilde dich weiter. Das ist so wichtig. Das ist das Wichtigste, weißt du? Wenn ich dir sage, es gibt eine Sache, die du aus diesem Video mitnimmst, das ist jetzt nicht die 300 Euro Gewinn, die du siehst. Die 300 Euro Gewinn, die du jetzt siehst, sind absolut unwichtig. Wenn du diese Sache mitnimmst, wird sie dir Millionen bringen oder dir Glück bringen. Ja? Lass dich ausbilden in jedem Bereich. Ja? Du kannst alleine gar nicht so schnell lernen, wie du lernen kannst, wenn du von Profis lernst. Also lerne von Profis, dann lernst du schneller, du hast viel mehr Erfolg, das Ganze macht Spaß, du investierst Leidenschaft und dann bekommst du auch die richtigen Ergebnisse. Ja? Dann bekommst du auch erst die richtigen Ergebnisse und nicht davor, ja, weil, weißt du, einfach nur mal zu sagen, ja gut, ich mache jetzt hier einen Trade, und dann möchte ich aber hier ein Ergebnis sehen, ja, ich möchte hier so und so viel Gewinn haben, ja, was du möchtest, ist aber dem Markt scheißegal, er weiß nicht, was du möchtest, er weiß nur das, was du kannst, was du investierst und das gibt er dir. Ja? Der Markt gibt dir immer das, was du verdienst und nicht das, was du willst. Ja? Das kannst du dir ruhig aufschreiben. Der Markt gibt dir immer nur das, was du verdienst und nicht das, was du haben willst. Das, was du verdienst und nicht das, was du haben willst. Wir haben hier kein Wunschkonzert an der Börse. Ja? Weder ich noch jemand anders kann die Börse manipulieren und hat da eben diese versteckten Vorteile oder ähnliches. Ja, das funktioniert so nicht. Und das wird auch nie so funktionieren. Ja?
Warum wird es nicht so funktionieren? Ja, weil an der Börse sind einfach sehr, sehr viele Menschen da. Und diese viele Menschen, die handeln chaotisch, ja? Die handeln in die eine Richtung, in die andere Richtung und zwar immer wieder. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Komplexes. Und um da die Erfahrungen zu haben, um das wirklich zu überblicken, da brauchst du ein bisschen mehr Erfahrung, da musst du ein bisschen mehr dafür tun, da musst du einfach nur dranbleiben. Glaub mir, das ist so, so, so wichtig. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich dir wirklich beibringen kann. Einfach auf andere Menschen zu hören, dich ausbilden zu lassen und richtig schön zu investieren, ja, nicht nur Geld. Du kannst nicht sagen, okay, Coco, ich habe jetzt deine Ausbildung gekauft, jetzt bin ich ein Profi-Trader. Nein, 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 so funktioniert es nicht. Es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur, eine Ausbildung zu kaufen und dann bist du Profi-Trader. Das, was danach kommt, ist sogar noch viel wichtiger als die Ausbildung zu kaufen. Power, da ist Power angesagt, ja. Du musst wirklich danach alles geben. Du musst in der Lage sein, früh aufzustehen, spät schlafen zu gehen und Börse im Kopf zu haben. Wenn du dir jetzt denkst, oh, das ist mir zu viel, oh, das kann ich nicht machen, das geht ja nicht, das ist zu viel Arbeit, ja, dann lass es. Weißt du, an der Börse gibt es genug Menschen, die ihr Geld lassen. Ich will nicht, dass du da dein Geld lässt. Ich will, dass du Gewinner wirst. Und das ist mein Ziel. Dafür nehme ich diese Videos auf, ja. Dafür mache ich das Ganze. Weißt du, ich mache es ja nicht aus Langeweile, ich mache es ja nicht, weil ich irgendwie super viele Follower haben will oder ähnliches. Ich mache es, weil ich dir wirklich helfen will. Ich will dir wirklich helfen, da Fortschritte zu machen. Ich will dir wirklich helfen, dass du gut wirst. Verstehst du? Das ist das, was mich antreibt. Ich will, dass du gut bist. Ich will, dass du Gewinne machst. Ich will, dass du richtig viel Geld an der Börse machst. Das ist mein Ziel. Das motiviert mich. Das pusht mich. Das ist das, was ich haben will. Das ist das, was mich jetzt dazu bringt, dieses Video einfach aufzunehmen. Das ist es, weißt du? Und deswegen hör einfach auf mich, weißt du? Es ist sehr schlimm, wenn du jemanden hast, der dir wirklich alles geben möchte und du einfach sagst, nee, nee, das stimmt nicht. Ja, lass das Wissen an dich ran. Lass das Wissen an dich ran und versuche, mir zuzuhören. Versuche, die Sachen zu hinterfragen. Versuche, dich zu fragen, hat der Coco vielleicht da recht? Liege ich da vielleicht falsch? Und hinterfrage einfach die Sachen. Und wenn du merkst, dass ich recht habe, übernimm es und setz es um. Nichts kannst du besser und schneller machen, als etwas wirklich schnell umzusetzen. Ja, es ist wirklich wichtig. Einfach, wenn du merkst, dass ich recht habe, nimm es, übernimm es für dich. Es ist kein Diebstahl, wenn du etwas von mir übernimmst. Ich freue mich. Übernimm es für dich. Sieh zu, dass du es anwendest. Wenn es funktioniert, sag, dass es deins ist. Es ist deins, weil du es von mir angenommen hast. Und dann setze es einfach um. Setze es kontinuierlich um. Baue es um. Passe es an dich an. Und mach einfach das Beste daraus. Ja? Ja, das ist das, was mich antreibt, das ist das und weißt du, gestern habe ich selber einen Motivationsschub bekommen, weil gestern ist der Tag, an dem die 10.000 Follower auf YouTube geknackt wurden, also wirklich 10.000 Follower auf YouTube, da bin ich richtig dankbar dafür und es freut mich und es motiviert mich weiterzumachen und ich werde auch immer weitermachen, ja, solange ich weitermachen kann, werde ich auch weitermachen. Viele, wirklich viele haben es versucht, mir zu versauen, mich zu stoppen, mir irgendwas zu erzählen, mir dazwischen zu reden und weißt du was, ich habe auf keinen gehört, ich habe auf mich gehört, ich habe auf mein Herz gehört und ich habe auf die paar Leute gehört, die von mir gelernt haben, denen es wichtig war, sich meine Videos anzugucken. Das ist für mich wichtig. Ja? Und das habe ich auch gemacht. Dann habe ich eben einfach Videos aufgenommen. Und das ist das, was für mich zählt und nicht, was die ein paar Hater vielleicht schreiben oder die ein paar Daumen runter schreiben. Ich weiß, dass das immer wieder dieselben Menschen sind. Und weißt du was? Ich hasse diese Menschen nicht. Ich missachte diese Menschen nicht. Ich liebe diese Menschen, ich liebe alle Menschen, das sind einfach nur Menschen. Ja, das Problem ist, dass sie wahrscheinlich es nicht anders kennen. Ja, ich kann Mitleid mit diesen Menschen haben, ja, weil sie es nicht anders gelernt haben, außer zu haten. Und das tut mir für diese Menschen in der Seele weh, weil
sie sind voller Negativität, sie finden keine Ruhe, keine Ausgeglichenheit. Und das ist etwas, was, also ich würde denen gerne helfen, ich würde denen gerne beibringen, kein Hater mehr zu sein, ja, nicht diese negative Energie in sich zu halten und diese negative Energie in sich zuzulassen. Das ist, wie gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ja, einfach dich ständig mit negativen Dingen zu beschäftigen. Versuch es einfach umzudrehen, ja, auch wenn du dir dieses Video anguckst und wenn du mir vielleicht bis jetzt ein paar Daumen runter gegeben hast, versuch jetzt einfach mal das Ganze umzudrehen. Versuch einfach jetzt für dieses Video einen Daumen hoch zu geben. Versuch's fürs nächste Video auch. Du weißt, ich werde am Ende dieses Videos sowieso Werbung machen. Werde ich auch jetzt. Aber warum mache ich immer Werbung? Weil die Werbung so, so, so wichtig ist, damit du es verstehst, wie wichtig es ist, dich ausbilden zu lassen. Es ist nun mal wichtig. Ja? Und wenn es wichtig ist, dich ausbilden zu lassen, dann werde ich so lange Werbung machen, bis du es verstanden hast. Und bis du entweder die Börse komplett sein gelassen hast oder bis du eben meine Kurse gekauft hast und wirklich daraus gelernt hast. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Du solltest verstehen, dass ich die Werbung, die mache ich für dich, um dich zu erreichen, um dir zu zeigen, dass es auch anders geht, als dass du es alleine versuchst, als dass du jeden Tag Verluste machst, dass du wirklich dich deprimiert fühlst. Ja, Die Werbung ist so wichtig, damit du eben nicht vielleicht auf die schwarzen Schafe einfällst, damit du vielleicht nicht zu irgendeinem Broker gehst, der dich bescheißt, der dich betrügt, der dein Geld klaut und ähnliches. Es gibt so viele Geschichten. Also investiere lieber dein Geld in deine Ausbildung und nicht in irgendwelche Konten, die sowieso schlecht sind, wo die vielleicht noch von Account Manager gehandelt werden oder vielleicht, ich sag's nochmal, binäre Optionen oder ähnliches. Klar gibt es vielleicht eine Person, die mit binäre Optionen einmal Geld verdient hat, aber das Geld ist danach wieder weg, weil diese Produkte einfach seit Anfang an sehr unfair strukturiert sind, damit eben die Bank, damit eben der Broker immer wieder einen großen Vorteil hat. Und die sind einfach so gestrickt. Du kannst nichts dagegen tun, ich kann nichts dagegen tun. Also außer die Finger davon zu lassen. Lass die Finger von binären Optionen, ja? Lass die Finger von unfairen Brokern, lass die Finger von irgendwelchen Bonus, die sie dir anbieten, ja, versuch das Ganze einfach nur seriös zu machen. Und ich sage mir immer wieder, sobald es Menschen gibt, die da reinfallen, dann mache ich nicht hart genug Werbung, um die Menschen zu erreichen, damit sie eine vernünftige Ausbildung bekommen, damit sie wirklich etwas für ihr Geld lernen, für ihr Leben lernen und nicht einfach nur übers Ohr gehauen werden und am Ende sozusagen gar nichts haben, denn die stehen am Ende mit gar nichts. Ich bekomme E-Mails, wo die 20, 30, 100.000 Euro verloren haben. Hätten sie lieber ein bisschen davon in die Ausbildung investiert, hätten sie viel mehr gehabt. Hätten sie viel mehr davon gehabt. Und das ist, wenn ich Werbung mache, ist es genau das, was in meinem Hinterkopf ist. Ja? Hey, diese Menschen, die musst du erreichen, weil die hören ja auf die Werbung, sie hören auf die Werbung, aber von eben diesen binären Brokern, von eben diesen Account-Managern, sie machen auch Werbung, ja, und auf diese Werbung hören sie und da fallen sie rein und das möchte ich nicht, deswegen mache ich Werbung für was Gutes. Wenn das Produkt ist, gut ist, dann ist die Werbung das Beste, was du machen kannst, dann ist es eine gute Tat, aber das Produkt muss gut sein, das Produkt, was du bewirbst, muss saugut sein und das ist die Online-Ausbildung, das ist die Ausbildung zum Master-Trader alle Male. Es ist die beste Ausbildung auf der Welt. Es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Ja? Und da stehe ich einfach voll dahinter. Da stehe ich voll dahinter, weil ich weiß, wie ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich weiß, wie ich mit meinem Team an dieser Ausbildung gearbeitet habe und ich weiß, wie die Ausbildung insgesamt geworden ist. Ich weiß, was wir daran optimieren und ich weiß, was wir noch optimieren werden. Und das sind einfach alles Sachen, Da kommen die anderen einfach nicht hinterher, das ist einfach so. Ja? Da kommen die anderen einfach nicht hinterher, weil da so ein Elan, so eine Liebe, so eine Leidenschaft dahinter steckt. Ja? Dass die einfach nicht hinterherkommen. Die meisten machen eine Ausbildung, um wirklich Geld zu verdienen. Ich habe die Ausbildung dafür gemacht, um dich voranzubringen, weil ich will, dass du erfolgreich wirst. Ich will, dass du Gewinner wirst und ich verdiene Geld damit. Ja, das ist eine ganz andere Einstellung. Wenn du etwas machst,
um Geld damit zu verdienen, machst du es immer viel schlechter, als wenn du es wirklich für die Menschen dahinter machst. Wenn du es wirklich mit einem guten Gedanken dahinter machst. Und das ist es, das ist, was zählt, der gute Gedanke dahinter. Und denk nicht, dass ich den Trade nicht im Blick habe, ich habe den die ganze Zeit im Blick, ich werde ihn jetzt gleich auf plus minus null nachziehen. Warum? Weil das Risiko schon verdient war. Ja? Wir haben hier fast oder sogar so ziemlich genau 30 Punkte verdient gehabt, also ja, fast, also 26. Das heißt für mich, okay, hier Risiko war fast verdient. Ja, packe ich hier einen halben Tick über diese Kerze und somit reicht es. Ja, so, der Trade ist jetzt gemanagt und jetzt haben wir weiterhin Zeit, um dieses Video weiterhin aufzunehmen. Ja, und dir eine Sichtweise, die ist so wichtig, dir meine Sichtweise beizubringen, denn mit dieser Sichtweise habe ich Millionen verdient. Ja, es ist die Sichtweise, es ist die Sichtweise verbunden mit den Strategien. Es ist nicht einfach nur die Strategie, die das Geld verdient. Es ist nicht einfach nur das System, es ist alles zusammen. Ja, es ist alles zusammen und mit diesem alles zusammen, damit verdienst du das Geld und nicht einfach nur mit einer einzelnen Strategie. Ich habe kein Problem, alle meine Strategien schriftlich kostenlos zu veröffentlichen, aber sie werden dir nichts bringen. Warum werden sie dir nichts bringen? Weil du das Drumherum nicht kennst. Ja? Wenn du das Drumherum nicht kennst, weißt du nicht, welche Strategie wende ich wo an, was mache ich damit, welche Regeln setze ich um und so weiter und so fort. Das sind so wichtige, so wirklich wichtige Kleinigkeiten, dass die sehr, sehr viel wichtiger wie die Strategie sind. Wenn du sie nicht hast, wenn du diesen 1% der Anpassungen nicht hast, dann funktioniert es nicht. Du musst alles haben, du musst das ganze System haben, du musst mich sozusagen inhalieren in der Ausbildung. Ja? Deswegen, wenn du mich missachtest, wenn du vielleicht mit mir gar nicht klarkommst, wenn du mich nicht magst sogar, ja, dann ist meine Ausbildung das Falsche für dich. Ich will auch nicht alle Trader da drin haben. Ich möchte nur die Trader haben, die bereit sind, von mir zu lernen. Ich will die Trader haben, die bereit sind, von mir zu lernen und dieses Wissen anzuwenden und immer weiterzumachen und weiterzumachen. Die Trader will ich haben, die Trader will ich ausbilden. Mit diesen Tradern bin ich bereit, sehr eng zusammenzuarbeiten. Für diese Trader bin ich bereit, die Ausbildung immer weiter auszubauen und für genau diese Trader gebe ich jeden Tag Vollgas in jedem Bereich meines Lebens, weil ich diesen Tradern helfen will. Ich will denen helfen, das zu erreichen, was ich erreicht habe. Ich will mich nicht einfach nur selber bereichern und alle anderen sind mir egal. Das ist nicht mein Ziel. Wenn das mein Ziel wäre, wäre ich nie so weit gekommen, wie ich jetzt gekommen bin. Mein Ziel ist es immer, dir zu helfen. Das steht immer im Vordergrund. Das ist immer wirklich das Wichtigste, dir zu helfen. Und dann kommt das Geld. Dann kommt sozusagen das Geld für die Ausbildung und so weiter und so fort. Ja? Und ich habe es schon so oft gesagt, ich schätze mein Wissen sehr. Ich weiß, dass es funktioniert. Und ich habe es so oft gesehen bei sehr vielen Tradern, dass es ihre Performance wirklich verbessert hat. Mein Wissen verändert Leben. Nicht nur Trading, sondern Leben. Und dieses Wissen kostenlos zur Verfügung zu stellen, wäre falsch. Ich schätze mein Wissen sehr und wenn ich mein Wissen einfach selber einschätzen sollte, dann würde die Ausbildung, wenn ich sie schätzen sollte, ein paar hunderttausend Euro kosten. Ja, weil ich damit sehr viel mehr Geld gemacht habe. Aber mir ist es auch wichtig, sehr vielen Menschen zu helfen. Also habe ich mir wirklich diese bezahlbare Preise gemacht, wo sich wirklich jeder, der es ernst meint, kann sich diese Ausbildung leisten. Wirklich jeder kann das. Ja, sogar ein Arbeitsloser kann sich meine Ausbildung leisten. Ja, das funktioniert. Aber er muss die Entscheidung treffen, er muss das machen wollen, er muss einfach sich sagen, okay, ich mache das jetzt, ich spare jetzt dafür, ich gehe jetzt noch ein bisschen extra arbeiten, ich verdiene mir noch ein bisschen was zusätzlich dazu und so weiter und so fort. Das ist so, so wichtig, erstmal eine Entscheidung zu treffen, einen Impuls zu setzen. Wenn du es in diesem Video machen willst, dann mach es. Bitte sage nicht, ich will eine Nacht darüber schlafen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, etwas machen zu wollen und dann eine Nacht drüber schlafen. Vergiss es. Eine Nacht drüber schlafen, das macht der Durchschnitt. Jeder Mensch schläft eine Nacht drüber. Ich übrigens auch. Ja, mittlerweile nicht mehr. Entweder treffe ich eine Entscheidung oder ich treffe keine Entscheidung. Aber
früher, also vor ein paar Jahren, ja, habe ich mir immer gedacht, ach komm, ich muss eine Nacht drüber schlafen, ich muss es mir überlegen. Aber genau das ist das, was dich davor hindert, weil in dieser Nacht, da passiert so viel und dann denkst du einfach am nächsten Tag komplett anders und dann machst du es doch nicht. Und es ist wichtig, diese wichtigen Impulse, wenn sich etwas richtig gut anfühlt, wenn sich das stimmig anfühlt, dann musst du es machen, dann musst du es umsetzen. Und wenn du dir jetzt sagen willst, okay, ich will unbedingt ein Profi-Trader werden, ich will es jetzt wirklich schaffen, dann triff jetzt eine Entscheidung. Ja? Klicke einfach unter diesem Video auf die Links. Da sind die Links für die kostenlose, für die bezahlte Ausbildung, für die Ausbildung zum Master-Trader und setze es einfach um. Kauf dir die Ausbildung oder hol dir die kostenlose Ausbildung. Du bekommst sie mittlerweile auf einmal und nicht in 7 Tagen. Früher war das so, dass du sie in 7 Tagen bekommst. Jetzt bekommst du alle kostenlosen Videos auf einmal. Aber mach es. Weißt du, investiere die Zeit, investiere das Geld und lerne. Triff diese Entscheidung, setze diesen Impuls. Ja, weil das ist wirklich wichtig. Das ist so unglaublich wichtig. Ja, weil wie gesagt, eine Nacht drüber schlafen, morgen passiert so viel, morgen kommt irgendwas, es kommt eine Rechnung oder sonst was. Du findest über 1000 Ausreden dafür, dass du es nicht mehr machst. Und genau das, diese Ausreden, die hindern dich an deinem Erfolg. Und dann wirst du nie erfolgreich. Wenn du immer wieder eine Nacht drüber schläfst, wenn du immer wieder Ausreden findest, um etwas nicht zu tun, um etwas nicht zu tun, was vielleicht etwas unbequem für dich ist, weil wir finden meistens Ausreden für die Sachen, die unbequem sind. Wenn wir irgendwie Lust auf Kaffee trinken gehen haben oder Party machen oder mal schick und schön und lecker essen gehen, da finden wir keine Ausreden. Da sind wir die Ersten, die da sind. So sind nun mal Menschen, weißt du? So bin ich auch. Aber wenn es um etwas Unbequemes geht, wenn es darum geht, früh aufzustehen und die Joggingschuhe anzuziehen und loszulaufen, wenn es darum geht, jeden Tag zum Sport zu gehen, wenn es darum geht, etwas für sich, für sich, für das Konto zu machen, etwas für seine Ausbildung zu machen, mal wieder zu lernen sozusagen, wieder die Schulbank zu drücken, ja, und vor allem auch etwas erstmal dafür zu investieren, denn die Ausbildung kostet nun mal Geld und das wird sie auch immer kosten, ja, und sie wird auch eher teurer, als dass sie günstiger wird. Und dann findet man einfach 1000 Ausreden, es nicht zu tun. Warum? Weil es unbequem ist. Es ist ja erstmal so, man sieht immer, okay, die Ausbildung kostet Geld, das Geld geht raus. Oh, Geld. Ich will aber das Geld behalten. Ja, man sieht immer nur das, was rausgeht und nicht das, was danach durch diese Ausbildung reinkommen kann. Ich garantiere dir, ich gebe dir ein Versprechen und dieses Versprechen meine ich verdammt ernst, dass diese Ausbildung zu 100% deine Ergebnisse verbessern wird, deine Trading-Ergebnisse verbessern wird. Und jetzt gebe ich dir noch das zweite Versprechen. Diese Ausbildung wird nicht nur deine Trading-Ergebnisse verbessern. Diese Ausbildung wird deinen Job verbessern, diese Ausbildung wird dein Einkommen verbessern, diese Ausbildung wird dein Familienleben verbessern, diese Ausbildung wird einfach dein komplettes Leben verbessern, wenn du wirklich die Sachen umsetzt, die ich da drin predige und die ich da drin erzähle und die ich da drin wirklich selber in meinem Leben erlebt habe und tausendmal auf die Fresse gefallen bin, alles Mögliche ausprobiert habe, mehrmals alles verloren habe und dann immer wieder aufgestanden bin und immer weitergemacht habe. Weißt du, von solchen Menschen musst du lernen, die wissen, wie es ist, Millionär zu sein, ganz unten zu sein und dann wieder Multimillionär zu sein. Ja? Das ist es, das, was dich interessiert und nicht jemand, der noch nie etwas durchgemacht hat, sondern einfach nur das Ganze in Theorie gelernt hat, sich ein paar Bücher durchgelesen hat. Ja? Lerne wirklich von der Praxis, von den wahren Erfahrungen, weil diese Erfahrungen, die sind Gold wert. Wenn du diese Erfahrungen machst, kosten die mehrere Millionen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Millionen ich verpratzt habe, um eben Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Es ist nicht nur 1 Million, definitiv nicht. Ja? Aber diese Fehler und diese Verluste haben mich jetzt eben dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ja? Und diese Fehler
können dich auch dahin bringen, wo du sein willst. Ja? Aber du musst sie nicht selber machen, sondern ich habe sie schon für dich gemacht. Das heißt, nimm das Wissen an und setze es einfach um. Setze es einfach um, weil das ist fertiges Wissen, was ich dir auf einem Silbertablett präsentiere. Und dieser Silbertablett, der ist so schön und du musst dich einfach nur davon bedienen. Es ist wie Sushi auf einem richtig schönen, edlen Silbertablett. Und du sagst dir, oh, ich habe jetzt Lust auf diesen Happen. Hops, dann habe ich jetzt Lust auf diesen Happen. Zack, und das schmeckt richtig, richtig lecker. Weißt du, warum das lecker schmeckt? Weil du Fortschritte machst, weil du Erfolg isst, weil du Erfolg spürst. Und das ist das, was uns ein sehr viel größeres Vergnügen bringt, wie wirklich das Essen, ja, weil das ist innere Befriedigung, ja, dein Inneres wird befriedigt, du wächst, du bist Hammer einfach, du wächst immer weiter, du entwickelst dich weiter und das sind die Sachen, die unser Inneres braucht, was wir Menschen brauchen, um eben glücklich zu sein und diese Happen auf diesem Silbertablett, die werden dich glücklich machen, weil du erstens dafür hart arbeiten wirst, aber zweitens, wie gesagt, schmecken die super. Nichts schmeckt mir so gut wie Erfolg. Nichts schmeckt mir so gut wie Erfolg. Okay? An allererster Stelle ist Liebe. Ohne Liebe funktioniert gar nichts. Aber wenn es um Essen geht, dann nichts schmeckt mir so gut wie Erfolg. Wenn du dir das merkst, schreib es dir ruhig auf, dann wirst du lernen, Erfolg zu genießen, dann wirst du lernen, für deinen Erfolg zu arbeiten, dann wirst du auch lernen, erfolgreich zu sein. Weißt du, wenn ich es geschafft habe, wenn es wirklich Tausende und Millionen andere Menschen geschafft haben, warum solltest du es nicht schaffen? Ich sage immer, sobald du einen fitten Kopf hast, sobald dein Kopf funktioniert, sobald du nicht eine geistige Behinderung hast oder ähnliches, dann kannst du es auch schaffen. Und das meine ich wirklich tote Ernst, ja, das kannst du schaffen und das wirst du auch schaffen, wenn du die nötigen Schritte gehst, wenn du bereit bist, diese Schritte zu gehen, denn viele Menschen wollen haben, sind aber nicht bereit zu investieren, die sind weder bereit, Zeit zu investieren, noch Geld zu investieren, noch sind sie bereit, irgendwie aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Weißt du, was sie dann bekommen? Gar nichts. Sie bekommen absolut gar nichts. Sie bekommen das, was sie schon immer hatten, sie bekommen den Durchschnitt, sie bekommen eine Unzufriedenheit, sie bekommen Depressionen, sie bekommen Fettpolster ohne Ende, sie bekommen all das, aber nicht das, was sie haben wollen. Sie leben ein Leben, was sie eigentlich gar nicht leben wollen, weil sie eben nicht das investieren, um das Leben zu bekommen, was sie leben wollen. Ja? Du kannst alles haben, aber du musst auch bereit sein, für alles die Rechnung zu bezahlen. Ja? Und wir haben für alles eine Rechnung. Ja? Ob wir ein Sixpack haben wollen, da habe ich schon einige Rechnungen dafür bezahlt und ich habe den immer noch nicht. Ja? Also ich habe immer noch ordentliches Übergewicht, trainiere auch jeden Tag hart dafür. Aber das Übergewicht, das geht nicht einfach so weg. Genauso ist es auch an der Börse. Du kannst nicht heute anfangen und morgen schon Multimillionär sein. Vielleicht kannst du das durch Glück schaffen, aber das immer wieder zu reproduzieren und das immer wieder hinzukriegen, das geht definitiv nicht, weil irgendwann geht es schief. Ja? Und es ist keine Schande, große Ziele zu haben. Du brauchst dich nicht zu schämen, wirklich dir verdammt große Ziele zu stecken. Es ist aber eine Schande, nichts dafür zu tun und zu warten, dass du deine Ziele erreichst. Ja? Und das Problem ist, ich unter anderem auch, was mein Gewicht angeht, ja, war absolut genauso. Ja. Ich wollte immer schlank sein, Sixpack haben, war aber nicht bereit, dafür zu investieren. Ich war nicht bereit, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war nicht bereit, auf leckeres Essen zu verzichten. Ich war nicht bereit, in bestimmten Restaurants zu gehen und diesen Lifestyle zu genießen. Ich war einfach dazu nicht bereit, wollte aber haben. Ja, wie soll das denn gehen? Es geht nicht. Genauso ist es an der Börse. Wenn du nicht bereit bist, das zu geben, was die Börse von dir verlangt, wirst du dein Geld verlieren. Und das meine ich wirklich ernst. Das sage ich dir nicht, um dir Angst zu machen, das sage ich nicht, um irgendwie jetzt hier den Schlaumeier zu spielen, das sage ich aus Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Erfahrungen von tausenden Trading-Studenten, die mir jetzt über die Jahre schon so viele E-Mails geschrieben haben. Ich habe auf meinem Handy, glaube ich, 60.000 E-Mails, weil ich die natürlich auf dem Handy nicht lese. Ja? Aber das sind alles Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Ja, und diese Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben,
daraus kannst du lernen. Du musst nicht diese Erfahrungen machen. Du kannst es schaffen, Profi-Trader zu sein, aber du musst bereit sein, das Nötige dafür zu tun. Ja, wenn du einmal angefangen hast, wie gesagt, diese leckere Sushis zu essen auf dem Silbertablett, die nach voller Erfolg schmecken, dann wirst du es auch schaffen, wirklich dahin zu kommen. Denk einfach nächstes Mal dran, wenn du Sushi siehst. Ja? Wenn du irgendwo Sushi siehst, denk an deinen Erfolg. Denk, dass diese Sushi-Häppchen dein Erfolg sind und denk dran, was tust du für deinen Erfolg. Natürlich kann es sein, dass Sushi im Moment das Schlimmste ist, was du für deinen Erfolg machen kannst, wenn du ähnliche Ziele hast wie ich, weil Sushi ist nicht unbedingt ein Schlankmacher. Aber wenn du Sushi siehst, ist das dein persönlicher Trigger. Ja, wenn du Sushi siehst, heißt es Erfolg. Was tue ich für meinen Erfolg? Erinnere dich daran. Was tue ich für meinen Erfolg? Ja, und bin ich denn bereit, das zu investieren, damit mir dieses Sushi-Häppchen, dieses Erfolg so richtig schmeckt, weil wie gesagt, nichts schmeckt mir besser wie Erfolg. Und das ist bei jedem Menschen so. Manche wissen es einfach leider noch nicht, ja, weil sie in einem extremen Teufelskreis leben, weil sie nie etwas gewagt haben und sie haben auch keine Schuld. Das wurde denen auch so beigebracht. Ich sage nicht, dass du die Schuld dafür trägst. Das wurde den über Generationen so weiter beigebracht. Das wird uns im Fernsehen so beigebracht. Wie gesagt, du kannst nichts dafür. Aber jetzt, wo ich es dir gesagt habe, kannst du sehr wohl was dafür und du kannst es morgen ändern. Du kannst es jetzt ändern. Wie gesagt, die Entscheidung, die liegt bei dir. Du triffst die Entscheidung, ob du jetzt unter diesem Video auf die Links klickst, ob du dir die Ausbildung kaufst, ob du dir die kostenlose Ausbildung holst oder ob du so weitermachst wie bis jetzt. Wie gesagt, ich kann dir auf jeden Fall versprechen, diese Ausbildung wird zu 100% dein Trading verbessern, extrem verbessern. Diese Ausbildung wird dein Leben verbessern. Diese Ausbildung wird deine Beziehungen verbessern. Diese Ausbildung wird deinen mentalen Zustand verbessern und deine innere Einstellung verbessern. Diese Ausbildung kann sogar noch extrem dein Gewicht verbessern, wenn du ähnliche Probleme hast wie ich. Es ist alles in einem, denn Trading ist wie das wahre Leben. Und die nächste Garantie, die ich dir gebe, solltest du unzufrieden von der Ausbildung sein, dann bekommst du natürlich 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das gibt es in der Trading-Branche so gut wie gar nicht, zumindest bei den seriösen Anbietern nicht, dass du da eine faire Geld-Zurück-Garantie bekommst. Ja, du kannst dir ein Bild von dem Wissen machen und kannst nach 14 Tagen sagen, Coco, ist nichts für mich, Geld zurück, bekommst du sofort zurück über Digistore. Digistore ist ein deutscher Partner, der das Ganze abwickelt. Das heißt, du machst das Geschäft mit Digistore. Es ist eine deutsche Firma, es ist eine deutsche Bank sozusagen, die diese Online-Produkte verkauft. Und ich bekomme sozusagen ein Autorenhonorar von Digistore, weil meine Produkte sind auf Digistore gepostet und dein Vertragspartner ist sozusagen Digistore. Ja, aber da sind natürlich meine Kurse drin. Ja, also du sollst jetzt nicht denken, dass die Ausbildung irgendwie von Digistore gemacht ist. Nein, ist nur dein Partner, sitzt in Deutschland, du hast die gesetzliche 14 Tage Rückgaberecht, weil du dir Gedanken machst, weil ich in Dubai bin oder ähnliches. Also das ist alles korrekt und das ist alles fair und mir war es immer wichtig, egal was ich gemacht habe, wirklich alles fair zu machen. Ja, extrem fair zu machen, wo wirklich alle davon einen Gewinn haben. Ja, ich möchte immer Win-Win-Situationen schaffen. Ich möchte mich nicht bereichern auf dem Rücken von anderen. Ich möchte nicht sagen, ja, ich nehme jetzt das Geld und ja, dann mal gucken, ob ich demjenigen dann was beibringe. Also ich hätte so viele Möglichkeiten, auch mit so unseriösen Brokern zusammenzuarbeiten und sie machen solche Angebote, sie überschütten einen mit Geld, ja, weil sie ganz genau wissen, wenn ich zu den Kunden bringe, ist das Geld weg und sie haben den Gewinn gemacht. Aber ich habe immer abgelehnt, weil ich kann es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich kann es nicht mit mir selber vereinbaren und das ist nicht meine Vision, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren, Menschen zu unterstützen, Menschen zu Gewinnern zu machen und nicht Menschen auszunehmen, ja. Und das ist eben der Unterschied. Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, mache ich Werbung für etwas, was gut ist, für etwas, was einmalig ist, für etwas, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es dein Leben verändern wird, oder mache ich Werbung für etwas, wo ich ganz genau weiß, du wirst beschissen. Ja, es gibt viele, die binäre Broker empfehlen einfach, die sie einfach nur pushen und sie wissen ganz genau, wenn ich Werbung für diesen binären Broker mache, wird der Kunde beschissen, verarscht,
das Geld wird er auf jeden Fall verlieren und so weiter und so fort. Und das ist die schlechte Werbung. Es gibt immer gute und schlechte Werbung. Ja? Wenn das Produkt dahinter gut ist, mach so viel Werbung, wie du willst. Wenn du jetzt auch ein Business hast, wenn du vielleicht ein Business hast, wenn du einfach ein Selbstständiger bist. Oh, übrigens einige E-Mails von Selbstständigen, die mir gesagt haben, mein Business läuft viel besser, seitdem ich die Ausbildung mache. Ja? Ich habe meinen Umsatz verdoppelt oder ich habe 50% mehr Umsatz erreicht, nur weil ich deine Ausbildung mache, weil ich die Menschen einfach motiviere, ich pushe sie, ich sage denen, hey, das muss so und so und so machen. Ja? Und das ist wirklich auch in der Ausbildung so, dass du wirklich lernst, wie du an der Börse umzugehen hast mit manchen Situationen. Und diese Situationen, die spiegeln sich wieder im wahren Leben, ob du Selbstständiger bist, ob du vielleicht irgendwo angestellt bist, spielt es keine Rolle, aber du wirst, wenn du diese Situationen im Leben auch wieder findest und anwendest und mein Wissen dafür anwendest, dann wirst du definitiv besser dabei wegkommen. Ja? Einige haben auch Gehaltserhöhungen bekommen und so weiter und so fort. Es ist alles machbar. Ich sage nicht, dass es eine Ausbildung für alles ist. Die Ausbildung ist wirklich konzentriert aufs Trading, aber es gibt einfach so viele Lebensweisheiten zwischendrin, so wie jetzt in diesem Video. So, es gibt so viel Wahres drin, womit ich es eben geschafft habe, wirklich von minus 170.000 Euro auf ein Multimillionen-Level zu kommen. Und das ist nicht ganz so einfach. Ja? Vor allem, wenn du davor schon Millionär warst. Ja? Also wenn bei den meisten Menschen ist es so, sie waren einmal Millionär, haben alles verloren, haben Schulden. Oder bei vielen ist es so, und dann verlieren sie sozusagen diesen Elan und schaffen es nicht, nochmal aufzustehen und nochmal Gas zu geben und nochmal dasselbe zu erreichen. Bei mir war es so, ich habe alles verloren, habe die Schulden gehabt und habe danach noch viel mehr erreicht und bin auch dabei, noch viel mehr zu erreichen. Und das ist auch das Ziel. Das ist immer das Ziel, immer einen höheren Standard zu setzen und immer weiter zu machen. Und ein wahrer Millionär, ein richtig reicher Mensch, er schafft es immer wieder, Millionär zu werden. Er schafft es immer wieder aufzustehen und nochmal alles so umzudrehen und so zu gestalten, dass er wieder einfach dahin kommt, wo er war und sich einfach zu übertreffen. Egal wo er ist, egal was er macht. Und das wird sich auch nie ändern, weil es eben ein bestimmtes Denken für Millionäre gibt. Es gibt ein bestimmtes Denken, was dir natürlich vielleicht nicht in der Schule gerade beigebracht wurde. Und genau dieses Denken, genau diese Art zu handeln, genau das, was ich jetzt meine, schlaf auf keinen Fall eine Nacht drüber. Triff deine Entscheidung jetzt. Sag, nein, ich will deine Ausbildung nicht, Coco. Ich möchte es nicht, weil ich mit der Börse aufhören möchte, oder sagt, ja, ich will auf jeden Fall die Ausbildung, ich klicke jetzt auf die Links und schaue, was kann ich mir leisten, was mache ich nur die kostenlose, mache ich die bezahlte, bezahle ich die bezahlte auf einmal, mache ich die Ausbildung zum Master Trader, nehme ich da vielleicht die Ratenzahlungen, weil es gibt auch Ratenzahlungen, deswegen meinte ich, auch jeder kann sich die leisten, du musst sie nicht auf einmal bezahlen. Und so weiter und so fort. Ja? Also es ist alles machbar. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber der Wille muss da sein. Deswegen meine ich es auch wirklich ernst. Triff deine Entscheidung jetzt. Sag nicht, ich schlafe eine Nacht drüber oder dies oder das. Weil dann kommen, wie gesagt, so viele Sachen dazwischen, dass du dann schon wieder 1000 Sachen im Kopf hast und die einfach sagst, nö, mache ich doch nicht. Ja? Und dann bleibt alles beim Alten, dann kriegt man wieder die ganz alten Ergebnisse und in 2-3 Jahren dreht man sich zurück und sagt, scheiße, wieso habe ich nichts geschafft? Wieso bin ich jetzt nicht da, wo ich hin wollte? Wieso habe ich nicht meine Ziele erreicht? Wieso habe ich jetzt nicht das Leben, was ich immer führen wollte? Wieso bekomme ich jetzt das? Bin ich ein Pechvogel? Was passiert? Wieso ist das so? Und dann dreht man sich zurück und denkt an diesen Tag, wo du dir dieses Video anguckst. Ich nehme es jetzt hier am 21.04.2016 auf. Ich weiß nicht, wann du es dir anguckst. Aber dann blickst du zurück auf diesen Tag und sagst, hätte ich mal damals diese Entscheidung getroffen? Hätte ich mal damals diese Entscheidung getroffen? Und wirst es einfach nur bereuen. Weil, wie gesagt, diese Entscheidung wird definitiv dein Leben verändern, positiv verändern. Wenn du das Wissen aufnimmst, wenn du das Wissen anwendest, wird diese Entscheidung dein Leben zu 100% verändern. Das kann ich dir versprechen. Und dann drehst du dich zurück und bereust es. Du hast die Chance verpasst, du hast es nicht gemacht, 2-3 Jahre sind vergangen. Natürlich kannst du dann immer noch die Entscheidung treffen in 2-3 Jahren. Hey,
aber du hättest in 2-3 Jahren ganz woanders sein sollen. Also bereue es, wenn du dieses Video nicht früher entdeckt hast, weil das ist wirklich wichtig, so schnell wie möglich mit deiner Weiterentwicklung zu beginnen. Wenn du sicher bist, dass du mehr vom Leben willst, als du jetzt hast, dann starte doch sofort. Wieso morgen? Wieso eine Nacht drüber schlafen? Wieso 5 Minuten darüber nachdenken? Während ich hier spreche, klick einfach auf die Links, geh auf die Ausbildung und hol sie dir. Ja, und wenn du sie nicht findest, dann such sie, dann such die richtige. Ja, wie gesagt, es gibt die zum Master Trader, das ist die ultimative, da ist alles Mögliche dabei und da profitierst du jetzt noch von der Wette. Die Wette läuft bis allerspätestens 21.02.2017. Bis dahin läuft die Wette und bis dahin hast du die Möglichkeit, sogar diese High-End-Ausbildung zu 100% kostenlos zu bekommen oder dein komplettes Geld für die Ausbildung sozusagen zurückerstattet zu bekommen. Auch da funktioniert es immer so, du investierst erstmal und dann bekommst du etwas zurück. Ja, immer. Ja, immer erst was investieren und dann etwas zurückverlangen und nicht umgekehrt. Es gibt aber auch die anderen Ausbildungen, die weltweit erste Online-Ausbildung für sicheres Trading. Auch da geht Ratenzahlung, auch da kannst du entweder über 8 Monate, glaube ich, oder auch natürlich auf einmal bezahlen. Super Ausbildung ist die älteste, es ist die erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Es ist sehr, sehr umfangreich. Da siehst du mich immer am Bildschirm, so wie jetzt. Ja, und bei der Master Trader Ausbildung, da siehst du mich auch live in einem Seminar. Da ist auch ein großes Seminar von mir aufgezeichnet und in verschiedenen Stufen und Modulen gegliedert, insgesamt 25 Module. Und bei der Online-Ausbildung sind das zwar nur 8 Module, aber sehr umfangreiche Module. Und da hast du halt alles drin. Ja? Also wenn du jetzt nicht für die Master-Trader-Ausbildung dich interessierst, dann nimm mindestens die Online-Ausbildung für sicheres Trading, weil das ist auch die Ausbildung, wo du extrem, wirklich extrem viel lernen wirst. Nicht nur über die Börse, sondern über alles. Ja? Und bei der ganz großen, die zum Master Trader, da ist natürlich die Online-Ausbildung für sicheres Trading auch inklusive. Plus eine Ausbildung, es ist sozusagen die ultimative Ausbildung, wo jetzt alle meine Ausbildungen dabei sind, aber nicht nur meine, sondern auch die Ausbildungen von den Co-Coaches. Ich habe mittlerweile ein großes Team hinter mir, die ständig an Verbesserungen arbeiten. Wir arbeiten ständig an neue Ausbildungen, an Ausbildungen für die Trading-Software und für Forex. Also da kommt noch einiges dazu. Es ist aber wirklich wichtig, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du sagst, okay, ich will etwas verändern, es auch wirklich zu tun. Ja, also was du nimmst, spielt jetzt keine Rolle, aber fang wirklich an. Ja, ich möchte jetzt hier kein Verkaufsgespräch mit dir machen, weil dazu müsstest du wirklich bei mir sein. Ich muss das ein bisschen hinterfragen. Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Aber eigentlich kannst du das so haben. Wenn du ein Maximum erreichen willst, dann nimm die maximale Ausbildung, ja, das, was es am meisten gibt, und das ist die zum Master Trader. Wenn du natürlich erstmal stufenweise dir Ziele setzt und sagst, okay, ich möchte erstmal das und das erreichen und das, dann fang auch die Ausbildung stufenweise an und nimm dir vielleicht stufenweise das Ganze oder nimm nur die Online-Ausbildung für sicheres Trading oder nimm das Einsteiger-Special, ja, wo eben 3 Pakete da drin sind zu einem super Paketpreis, ja, wo du wirklich über 500-600 Euro sparst. Ich mache nie Rabatte, weil meine Ausbildung sehr, sehr hochwertig ist und wirklich extrem viel Wissen drin steckt. Also Rabatte werden nie gemacht. Es gibt ab und zu Gewinnspiele. Ich verschenke manchmal Ausbildungen, aber Rabatte werden nie gemacht. Das habe ich am Anfang gemacht und mittlerweile ist einfach die Ausbildung so unglaublich gut geworden. Also ich muss einfach aufhören, das so oft zu sagen, die ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Das wirst du aber dann erfahren, wenn du wirklich da drin bist, weil jetzt kann ich dir alles Mögliche darüber erzählen. Aber wenn du die Ausbildung eben nicht gemacht hast, dann weißt du es halt nicht. Gut, also wie gesagt, du hast noch Zeit, deine Entscheidung zu treffen, willst du vorankommen, willst du dich verändern oder willst du dich nicht verändern, willst du dich vielleicht an der Börse verändern oder willst du dich woanders verändern oder wo auch immer. Wie gesagt, mir hat diese Ausbildung, dieses Wissen, was da drin steckt in der Ausbildung, mehrere Millionen Euro gebracht. Und ich meine das wirklich ernst. Ich bin immer ehrlich zu meinen Studenten, ich bin immer ehrlich zu meiner Umgebung. Dieses Wissen, was in dieser Ausbildung steckt, hat mir mehrere Millionen Euro gebracht. Und das kann dir das Wissen auch bringen. Ja?
nicht nur mir, sondern auch dir kann dieses Wissen mehrere Millionen Euro bringen oder mehrere hunderttausend Euro, mehrere zigtausend Euro, was du auch immer haben willst. Es sind deine Ziele. Ich will dir jetzt nicht irgendwelche Ziele aufzwingen, sondern ich will, dass du deine eigenen Ziele, dass du deine eigenen Träume verwirklichst. Und deswegen kann ich jetzt nicht extrem auf dich eingehen, weil du mir jetzt natürlich nichts sagen kannst. Aber wenn du Ziele hast, dann kann ich dir versprechen, mit dieser Ausbildung wirst du diese Ziele erreichen. Also die Entscheidung liegt bei dir. Du bedienst die Maus, klicke auf die Links und schaue, natürlich gibt es da auch begrenzte Plätze. Kann sein, dass die Ausbildung ausverkauft ist, dann gibt es immer eine Warteliste. Ja, je nachdem, wie mein Team in Anspruch genommen wird gerade, ob wir sehr viel zu tun haben oder ob wir ein bisschen Luft haben, dann schalten wir wieder ein paar Plätze frei. Oder wenn manche Trader ausgebildet werden, dann schalten wir auch, schon ausgebildet worden sind. Es gibt auch einen Abschlusstest ganz am Ende. Abschlussklausur ist das, also das ist wirklich hart. Ja, bis jetzt hat es noch gar keiner mit 100% bestanden. Ich glaube, das Beste war so 85-90% beim ersten Versuch wirklich. Außer ich natürlich und meine Co-Coaches, ja, weil wir haben ja die Ausbildung und die Abschlussprüfung gemacht. Und wenn dann welche fertig sind, dann kommen natürlich auch noch neue dazu. Aber ich empfehle dir nicht zu warten, einfach wenn du jetzt die Möglichkeit bekommst, dir jetzt die Ausbildung zu sichern und einfach am besten auch jetzt sofort durchstarten. Denn wie gesagt, wenn du hohe Ziele hast, dann fange sofort an. Ja, dann zählt es wirklich sofort anzufangen. Und nicht morgen anzufangen, nicht übermorgen anzufangen. Fang einfach sofort an, auch wenn du dir nur das erste Video anguckst, ja, von der Ausbildung. Spielt keine Rolle. Kauf sie, dann bekommst du sofort den Zugang zu der Ausbildung und kannst sofort mit den ersten Videos anfangen. Ja. Den Zugang bekommst du per E-Mail zugeschickt. Gut, ja, unser Trade macht hier nicht viel. Ich kann jetzt aber auch nicht viel machen. Das heißt, ich würde jetzt langsam dieses Video beenden und würde diesen Trade einfach weiter managen. Ich würde den aber einfach jetzt hier auch von unterwegs managen. Ich kann einfach meinen Laptop mitnehmen, kann jetzt wirklich was essen gehen, weil hier schon 8.40 Uhr abends ist und habe Hunger, habe nach dem Training nichts gegessen. Bestell mir wahrscheinlich ein Steak. Hier gibt es so ein Steak auf Grillkohle und ich war auch schon mal Vegetarier, aber mittlerweile gönne ich mir ab und zu auch ein gutes Stück Fleisch. Ist ganz gut zu dem Training dazu. Also werde ich den Stopp absolut da lassen. Ich werde mir hier absolut keinen Gewinn absichern, sondern erst wenn er neue Tiefs macht, werde ich natürlich diesen Trade weiter managen und vor allem, wenn er an meinem Ziel kommt, dann schließe ich den natürlich. Ja? Oder ich ziehe den Stopp so eng hinterher, dass er mich raushaut. Du kannst dir den Chart nochmal angucken und kannst natürlich auch schauen, wie er sich entwickelt hat. Wenn er jetzt hier hochkommt, dann hat er mich plus minus null ausgestoppt mit der zweiten Position. Dann habe ich insgesamt einen kleinen Verlust gemacht. Wie gesagt, heute ist der 21.04.2016. Wir haben jetzt in Deutschland ist es jetzt 18.40 Uhr. Bei mir ist es jetzt hier 8.40 Uhr. Ja? Also Dubai ist 2 Stunden vor. Gut, ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video natürlich einen Daumen hoch. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann behalte deinen Daumen runter für dich und denke bitte daran, das Ganze vielleicht umzudrehen, dich zu fragen, warum gefällt dir sowas nicht, ja, und warum guckst du dir etwas so lange an, wenn es dir nicht gefällt, ja, das ist immer wichtig. Also wenn mir etwas nicht gefällt, dann schalte ich einfach weg und fertig. Also wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, kommentiere es, gib mir deine Erfahrungen weiter, schreib mir einfach rein, wie du das siehst mit der Weiterentwicklung, mit dem Erfolg, mit den Sushi-Häppchen. Immer wenn du Sushi siehst, denk an deinen Erfolg. Das ist etwas, was dich auch wieder motivieren wird. Ich setze mir immer solche Trigger im Kopf und wenn ich so etwas sehe, ich werde auch, wenn ich Sushi sehe, werde ich an meinen Erfolg denken, denn ich habe auch weitere Ziele. Ich möchte mich auch weiterentwickeln und möchte noch mehr erreichen. Und das darf sich auch nie ändern. Ja, egal wo du bist, musst du immer weiter pushen und weitere Ziele haben, größere Ziele haben und noch mehr erreichen wollen. Wie gesagt, wenn du wirklich die Ausbildung jetzt starten willst, dann unter diesem Video ganz wichtig, jetzt eine Entscheidung zu treffen und nicht morgen, nicht übermorgen, nicht eine Nacht drüber zu schlafen. Ich kann dir versprechen, dass es die beste Ausbildung deines Lebens werden wird. Also klicke jetzt auf den Links unter dem Video und entscheide dich jetzt für deinen Erfolg, entscheide dich jetzt für eine Zukunft, die du haben willst und nicht für eine Zukunft,
die einfach so mittendrin, die einfach nur geschieht, wo du gar nicht die Kontrolle drüber hast. Also entscheide dich jetzt für deine Zukunft, die du haben willst, für deine Träume, für all das, was du immer haben wolltest, und klicke jetzt auf die Links unter diesem Video, oder wenn du dir das Video auf dem Handy anguckst, dann ganz oben gibt es eine Infokarte. In die Infokarte kannst du auf den Link klicken und dir das Webinar angucken, und da bekommst du den Zugang zur Master Trader Ausbildung. Triff deine Entscheidung jetzt. Es hat mich gefreut. Alles Gute, viel Spaß, vom Herzen viel Erfolg, und wir sehen uns in der Ausbildung.